Und damit einen wunderschönen guten neuen Tag zu diesem neuen Reaktionskanal. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf diesem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe Chat mitgebracht. Es geht weiter sozusagen mit der Folge 267 von Stream Clips Germany. Und wir gucken da heute rein und haben viel Spaß, hoffe ich doch. Chat ist auch richtig am Start. Und ja, let's go. Hallo und herzlich willkommen zu Stream Clips Germany. Viel Spaß! Digga, ich dachte, das ist eine Mütze, die da liegt. Das ist nicht okay. So, gut. Passt das von der Lautstärke her? Ja. Wow! Was zum Henker? Oh mein Gott, okay, hallo, geil. Aber mein Jen ruft an. Hallo? Hallo, bin ich da bei Sonnenstudio Baum? Das muss doch einziehen und dann muss man das abduschen. Das ist jetzt noch, weil das noch einzieht. Das zieht noch ein. Okay, ja. Mhm. Und davon ist Claudette und fährt Auto. Was? Leg mal jemand schneller in Gang ein, Süße. Was? Ich hoffe, du hast getankt. Denn sollte dir der Sprit ausgehen, sieht schlecht aus für... Hey, gibt es Autos in DVD? Was war da denn los? Hä? Was zur Hölle? Ich glaube, da gibt es keine Autos, oder? Das ist unsichtbar. Ach, Quatsch nicht. Nein. What the fuck? Okay, wild. Did she agree to that? Didn't have much of a choice. Perfekt eingeparkt, Chat. So, jetzt können wir zu Lidl gehen. Das klaut zumindest keiner. Und es steht versteckt. Ja, und niemand kann es umwerfen. Ich Angebote. Wo ist denn der eigentlich nochmal? Ich habe schon einiges gerubbelt in meine. Ich hab ein bisschen Angst. Im Leben, das kann ich euch aber sagen. Oh ja, ich auch. Das war nicht immer gut, du. Und bisher ist noch kein Genie rausgekommen, glaub mal. Mhm. Okay, ich weiß obviously nicht mehr genau, was in diesem Stream passiert ist. Ist okay. Ist okay. Chat übrigens, Spoiler, es gab immer noch kein Genie. Ja, oh Mann, ey. Okay, krass. Aber wild, ich bin in der ersten Minute SCG drin, beziehungsweise in der zweiten Minute. Das habe ich auch noch nicht geschafft, ne? Muss ich ehrlich sagen. Okay. Jetzt ernst. Go, jetzt go, geht's go. Richtig. Lol. Oh, wie krass. Machen jetzt ernst. Okay. Chat, stelle Timer auf 15 Minuten. Ich habe den Ofen nicht angemacht, sondern nur sein Licht angemacht. Nein! Danke. Nein! Oh mein Gott, nein! Gott, ey, das tut mir so leid gerade. Das ist so traurig, ey. Das ist mir auch safe schon passiert, ne, wirklich. Ach, Manno. Nee, das war nicht, das ist nicht gut, Leute. Oh Gott. Arme Anne. Ich bin Kniepinkler, übrigens. Wenn ich kann noch die Hose runterziehen, dann knie ich mich vors Klo und kann quasi eben stehen, aber kniend pinkeln und das ist in selben Höhe, als wenn ich sitzen würde. Ja. Warum? Moment, also du kniest vor dem Klo? Ja, natürlich. Und dann kannst du einfach ganz normal, als wenn du im Stehen pinkeln würdest, ins Klo reinpinkeln. Und aber warum Höhe pinkeln? Aber dann hängt doch die Wurst über, die berührt doch dann den Klodeckel.
Nein, hä, der Klodeckel ist doch oben. Nee, aber den Klorand, Nein, du hältst das Ding doch hoch. Welches Ding ist den Klo, den Klorand oder den, die Nudel? Hä, warum nicht einfach hinsetzen? Verstehe ich nicht. Oh Mann, Alter. Ich weiß es auch schon wieder nicht, ne? Hallo. Patti ist erstmal kacken. Ich lass mal alleine. So, für die Privatsphäre mach ich mal die Tür zu, ja, dass du nicht beobachtet werden kannst. Oh Mann, ey. Fahren wir, Chat. Wir müssen zum Flughafen. Yes, haltet euch fest, wir fahren rückwärts. Wupp, 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 yeah, Mann. Mom, wird grad schlecht. Das ist viel spannender als vorwärts fahren. Ja. Okay. Ja. Fahren zurück hin. Ja. Ich habe dazu einfach keine Fragen oder sonstiges mehr. Ja. Macht das nicht, Kinder. Das ist nicht gut. Solange ihr ihn danach sauber macht, ist so alles fein. Ja. Die Diskussion fangen wir heute nicht an. Die hatten wir letztens und es war wild. Häschen! Wie hüpfen die denn, Alter? Ich box dich um! Tja, ich würde mich auch lieber in den Tod stürzen, statt das Kind mich an... Nein, das klingt falsch. Um Gottes Willen. Ich kann auch nicht den Hasen verstehen. Kitten ist wundervoll, okay? Nein, das war wirklich nicht... Ich schwöre, es war nicht so gemeint, wie es gerade klang. Ich habe nur gerade irgendwie die... Ich wartet mal kurz. Kitten ist super... Oh mein Gott, schau. Ich wollte gerade einen dummen Witz machen, aber der klang irgendwie in meinem Kopf ganz anders. Hä, warum? Das ist nicht gut. Nee, ich sag dazu einfach nichts mehr. So. Nee, ich glaube, das ist nicht gut. Nee, wir lassen das. Okay. RIP. Oh, ist eine Fledermaus. Hier gibt's sogar Fledermäuse. Wow. Aber jetzt, wo ich das sehe, kriege ich Lust, Minecraft zu spielen. Ah, ich bin tot. Hä? Ich bin an einem Kaktus gestorben? Ist das jetzt eigentlich Karma? Wenn sie vorher den Hasen boxen wollte und er sich in den Tod gestürzt hat? Ach, Blümü, das passiert mir auch ständig. Ich drehe. Sorry. Ah. Dankeschön fürs Gesundheitssein, ihr süßen Mausis. Dankeschön. Ich hab einfach. Nee, ich kann jetzt nicht böse zu meinen Mods. Ich wollte gerade was Schlimmes über meine Mods sagen, aber es ist nicht okay, wenn ich das tue. Ich hab gerade gesagt, ich nehme einfach einen von meinen Mods, die fungieren auch wie Lappen. Guck mal, ich hab Melvig in der Hand. Oh, Mavic, ich hab dich gern. Ich schwöre, ich verspreche, ich hab die wirklich gern. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Das bekommst du noch wieder. Es tut mir so leid. Nein, bitte nicht gehen. Oh Mann, ich hab gesagt, du hast gesagt, ich soll's sagen. Selbst schuld, ey. Du darfst zwar alles essen, aber nicht alles fragen. So, wir gucken weiter, ja? Schön und hin und her wackeln kann. Das sah gerade ja, aber... Sowas. Aber du tendierst halt immer wieder... Thema hin- und herwackeln hat auch seine Nachteile, wenn du hin- und her wackelst, gelegentlich geht mal was daneben. Ja. Jemand Großartiges wie ich. So viel für ein wenig Anerkennung schuften. Wow. Klingt ja nach einem echten
sag jetzt nicht Knochenjob. Sag bitte nicht Knochenjob. Sag, ich bitte dich, ich bitte dich. Bitte sag nicht Knochenjob. Knochenjob, tschüss. Jo, darum funktioniert nicht mehr. Wie geil ist dieser Screen? Ich brauche das. Ich brauche das. Alter. Und dann unten bei Zeig mal Details brauche ich das mit was da los, Digga? Wie geil. Oh, wow. Wie gut. Erstmal neben der... Ja, einfach reinsetzen. Entschuldigung. Es flüstert, weint und lacht. Die Frage ist bloß, wie wird man seinen Schatten los? Wie sagt man seinem Schicksal nein? Wie kriecht man aus der eigenen Haut? Wie kann man je ein anderer sein? Wen soll man fragen? Wenn man sich selber nicht versteht, wie kann man frei sein, wenn man seinem eigenen Schatten nie entgeht? Nein, nicht für Disney. Musicals, das wäre eine gute Sache. Boah, ehrlich, das war ja wundervoll gerade einfach nur. Holy shit. Wow. Ja, wenn es gleich hell wird, laufe ich ein Stück. Mein Kristall wurde zerstört, Maru. Links um die Ecke. Ja, nee, oben. Oh nein, das wird schlecht. Maru, der hat gerade den Kristall zerfressen. Oh, ah. Oh mein Gott, bist du mit der Granate gestorben? Was? Ja. Oh, was? Oh. Es ist, warte, ich beug mich nach vorne und dann sagst du, was du siehst, okay? Es sieht aus, als ob ich wirklich gefuttert werde gerade. So, warte. Sieht ganz komisch aus. Kennt ihr diese Szene noch aus Traumschiff Surprise mit dem, da habe ich den mal anfassen, hat er dieses Schweinchen so zwischen den Börchen, ich habe einfach keine Fragen mehr. Aber daran hat es mich gerade erinnert, an diese Szene. Ne, du bist aber ein kleines Schweinchen. So, darf ich den mal anfassen? Den Pferdschweinchen darf man den mal anfassen. Genau der, Scholli. Und das war, ja, ist doch noch harmlos jetzt hier. Guckt, was Patrick mir angetan hat. Er hat meine Pole-Stange in ein Hobbyhorse verwandelt. Was? So Brocken asozial, ne? Ich kann schon wieder nicht mehr, ey. Boah, Hobbyhorsing, also das ist ja eine Sportart. Also das gibt's ja wirklich. Boah, das ist so krass. Kann mir mal einer ein Video darüber ein kurzes raussuchen, dass wir uns das nachher mal angucken können. Ey, ich hab davon irgendwelche Clips bekommen auf TikTok und es war so wild, ey. Wow. Gucken wir uns später an. No break. Boah, das ist glaube ich meine größte Angst, ey. Ist deine Brille von IC One Berlin? Nein, meine Brille ist von. Ich kann es nicht lesen, weil ich meine Brille nicht aufhabe. Ich kann es wirklich legit nicht lesen. Gut. Lol. Über sieben Brücken musst du gehen. Oh, wie schön, ey. Oh Gott. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch der helle Schein. Das ist so schön. The fuck, Alter. Ja,
Ja, vor allem nordisch bin, weißt du, was das krass ist? Sonst macht sie auch ganz viel so Growlen und sowas. Und das dann sowas, sowas Zartes. So, weißt du? Ist schon krass. Sehr gut. Und jetzt erstmal auf die Mitte drauf. Beim nächsten. Wenn beim das nächsten. Jetzt. Und jetzt auf die Mitte einfach drauf. Genau. Oh, ich bin runtergefallen, Shani, ich gehe. Scheiße. Nein. Warte, ich bin oben. Ich bin aber jetzt wieder unten. Ich bin auch oben. Ich bin oben. Ich bin oben, Nadine. Ich bin oben. Oh nein. Du hast es geschafft. So, jetzt muss ich erstmal ein Passwort hier knacken. Okay, wenn ich gegenüber von mir sehe, dass da ein Typ sich gerade auszieht und der hat sich gerade das Licht angemacht. Okay, ich muss das. Oh, mein Eis ist ausgeschüttet. Oh mein Gott, ich muss das Fenster zumachen. Ah, Hilfe. Scheiße. Wild. Ja. Ich habe auch gesehen, dass auf. Das ist tatsächlich was ich auf Twitter gelesen hatte. Da haben ganz viele gesagt, ja, wieso kannst du doch gucken und so. Aber ich glaube irgendwie, nee, das finde ich, nee. Bei TikTok und Co. bekommen, ja, Mavic ist so, weil sie das Fenster zugemacht hat. Und dann meinten so, von wegen, war das nicht auch so die Richtung von wegen, ja, gönnt ihr das doch, so nach dem Motto und weiß ich nicht. Wo ich mir denke so, ey, weiß ich nicht, Alter, aber das ist ein bisschen unangenehm irgendwie so, nee. Also ich frag mich so, ob dann Leute wirklich einfach da hingucken und sich sagen so, ja boah, ich glotze das jetzt einfach die ganze Zeit an oder und dann halt den Leuten nicht mal die Privatsphäre gönnen. Ich persönlich würde, wenn jemand, also sagen wir mal, ich könnte von meiner Wohnung aus in eine andere Wohnung reinschauen, da würde sich jemand ausziehen und ich könnte das sehen, weil nachts, wenn du das Fenster in einem Zimmer anhast und du hast da halt ein Fenster drin, dann kannst du durch das Fenster einfach alles sehen. Aber das Ding ist halt einfach, ich persönlich würde mir das nicht angucken wollen, einfach weil es die Privatsphäre von dieser Person ist und ich das schrecklich fände, sozusagen, da einfach reinzugucken. Weil ich will ja auch nicht, dass das halt bei jemand bei mir macht, so. What the fuck, Alter? Das ist so unangenehm. Also, wann haben wir aufgehört, die Privatsphäre von anderen Menschen zu akzeptieren? Ich kapier das nicht. So, kein Plan. Ich find's irgendwie furchtbar. Mich würd's auch irgendwie, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, mich würd's halt auch nicht wundern, wenn dann einfach jemand sagt, boah, das nehme ich jetzt auf und stell's ins Internet. Wo ich mir denke, so, what the fuck? Nein. Also wenn man eher streams, man filmt immer ungewollt andere mit und bei oder bei Fotokims gehört leider zu. Das Ding ist, es ist ja was anderes, wenn ich jemanden in den Fokus stelle und jemanden sozusagen bewusst fotografiere oder ob derjenige halt einfach gerade doof durchs Bild läuft. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. So, und beispielsweise, ich finde das halt so, alleine dieser Gedanke so von wegen, ich gucke in ein anderes Wohnzimmer rein, da sitzen Leute und ich gucke den Leuten dann einfach so zu, wie die sich beispielsweise, keine Ahnung, ey, ich finde es wild. Oh Mann, ey. Ja, lass uns nicht weiter diskutieren. Wir sind ja eigentlich hier, um Spaß zu haben, so, super sad, naja. Aber ich finde es gut, dass ich zumindest nicht die Einzige bin, die das irgendwie ein bisschen weird findet, bei fremden Leuten in die Wohnung reinzugucken und die zu beobachten. Keine Ahnung. Finde ich seltsam. So. Wir gucken weiter. Ich habe eine Familie zu ernähren. Redet der Esel gerade mit demjenigen? Du bist sehr einsam, kann das sein? Okay, ciao. Dieses Hemd habe ich vor 3 Wochen oder so gekauft. Ich habe es noch nicht so oft angehabt. Ich bin damals aus dem H&M rausgegangen. H&M habe ich das geholt für 20 oder 30 oder so. Bin rausgegangen, es hat gepiept und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Digga, warum piept das? Jetzt, ich glaube, das erste Mal. Ich habe das schon voll oft angehabt. Ich habe dieses... Ja. Ich habe das scheiß Scanner-Ding noch dran. Boah, gibt's da eine Möglichkeit, das abzubekommen? Ich habe da mal drüber was gelesen, aber es ist schon sehr lange her tatsächlich. Oh Gott, ey. Ich habe keine Ahnung wie und daraus muss ich jetzt gerade trinken. Boah, sie soll sich bitte... Oh, ich hoffe einfach, dass sie sich damit nicht wehtut, weil das ist ja scharfkantig. Oh Gott. Super, ne? Richtig super. Es ist nicht, weil ich strong bin.
Ich hasse das. Ich weiß nicht mehr, wie das passiert. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Jetzt habe ich ein Loch, aus dem ich trinken muss. Ja, ins Glas einschenken wäre halt zu einfach, Leute. Hallo, könnt ihr mal aufhören, jetzt einfach mit logischen, einfachen Lösungen um die Ecke zu kommen? Dann wären wir ja nicht auf Twitch, sondern bei Wünsch dir was so. What the fuck? Oh Gott, oh, ich bin tot. Was? Oh, jetzt bin ich aber ganz tot. Oh Mama. Oh Mann. Och Junge, das ist doch billig. Nee, das ist Dark Souls. Und, also, der Traum wird auch angezeigt. Das macht für mich keinen Sinn. Wow, hast du mich erschrocken? Für den... Oh mein Gott, hast du mich erschrocken? Tank, der war so schlecht. Das würde mit Mopsi nicht passieren, weil Mopsi läuft einfach dauerhaft im Eco-Mode. Meister, den habe ich mir schon angeguckt. Der war... Hallo Streamclips Germany. Das ist eine Fliege auf meiner Nase. Diese Fliege hat aber auch echt keinen Lebenswillen mehr, oder? Das ist ein Esslöffel voll sein, ne? Würde ich fast meinen. Okay. Das Rezept. Oh Gott. Oh nein. Ist da nicht normalerweise so ein Fugending, sie? Doch, Mopsi springt so hoch. Mopsi kann gut springen. Ja, das war's dann wohl mit dem Rezept. Das ist ja blöd. Oh Gott, nein, das ist ja furchtbar. Ja. Papa. Ich bin so am Ölen. Wie schätzt du gerade die Hitze hier ein? Ich verrecke. Sag ich übrigens auch. Ich wusste nicht, dass ich niesen muss bei dem Satz, aber dann hörst du jetzt. Sorry. Hä, wie kann man denn selber nicht wissen, dass man niesen muss? Also, das ist der Tiramisu. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, aber... Hat sie gerade der Tiramisu gesagt? Sag mir bitte nicht, das heißt wirklich so, I die. Da sind sogar so zwei Schichten. Und, wäre das jetzt gemein, wenn ich hier einfach reinsteche? Ich mache es einfach, okay? Also, wer fühlt sich... Guck mal. Zack. Ich würde es selber tun, aber wenn es jemand anderes macht, triggert es mich. Ich würde es selber tun, aber wenn es jemand anderes macht, ist es nicht okay. Oh, ich muss ganz... Eigentlich war das jetzt gerade ein Tiramisu-Bagel. Boah, Stroh, geh aus meinem Gehirn raus. Verpiss dich da raus. Das ist mein Gedanke. Lass das. Stroh nimmt immer meine Witze und macht die vor mir. Das ist voll gemein. Boah. Oh. Mein Arsch in den Ventilator halten. Was? Boah, ist das geil, Alter. Hängemöpse. Meine Tante hat mir mal erklärt, wenn du Brüste hast und du kannst einen Kugelschreiber oder einen Bleistift nehmen und du gehst von unten an deine Bubis heran und klemmst den so quasi zwischen Torso und Bub und lässt los und er bleibt da hängen, dann hast du Hängemöpse. Das geht bei mir nicht. Wie heißt das Ding? Digga, warum bin ich plötzlich schon wieder da? Hallo! Ich sehe einfach fast genauso aus wie letztes Mal. Was zur Hölle? Ich bin ja... Hä, ich bin voll der NPC. Ich sehe fast genauso aus wie letztes Mal. Das ist ja scheiße. Chat, es tut mir voll leid. Oh Mann. Ja, den vielen Bäumen. Das meinst du die Berge oder was? Ich bin's, Asche. Eure Lieblings-YouTuberin. Er hat einen Asche-Skin unlocked. Wupp! Ich hab wieder lustige Dinge gesagt, die ein bisschen ekelhaft waren, aber lustig. Fäkalhumor ist der beste Humor. Warte, hab ich Fäkalhumor gesagt? Oh Gott, ey. So, gut. Ja, ich bin viel stärker, als ich je gesehen habe.
Wie schön. Da fliege höher, laufe viel schneller. Vergiss die Wahrheit nicht, ja, ich bin viel stärker, als ich je gedacht hab. Ich entferne weg Blumen, wieso siehst du so traurig aus? Voll schön, ey. Ich kann nie mehr. So, und was wollte ich noch sagen? Ich habe auch andere Farben außer Schwarz im Schrank, ja. Zum Beispiel in dem anderen Clip hatte ich ein weißes T-Shirt an. So, weiß zum Beispiel grau und schwarz und rot habe ich. Und dunkelblau und so. Und ein bisschen weiß. Ja. Es gibt andere Farben, ja. Ich würde sagen, wir machen weiter, wa? Aber das war wirklich eine wunderschöne Stimme, ey. Ach, das finde ich schön. Ist doch egal, wie viele Filter drauf sind. Es geht darum, Spaß zu haben und dass es schön sich anhört. So, jetzt aber vorbei, wir machen weiter, okay? Let's go. Sieht auf jeden Fall freundlich kuschelig aus. Loch Ness ist Schottland. Okay, dann habe ich es noch richtig im Kopf gehabt. Hallo, tschüss. Wisst ihr, was lustig wäre, wenn er sie jetzt so umdreht und sie fressen würde? Das würde ich feiern. Eigentlich hätte da stehen müssen, ihr Schiff wurde gegessen. Ach, ich liebe das. Ihr müsst das jetzt klippen. Wie geht's dir, Clara? Ihr müsst das klippen. Clara, sub mal jetzt erstmal. Alter, Männer werden 12 und geschlechtsreif. Das ist echt, also... Ja, es ist einfach... Ey, ohne Scheiß, ne? Weiß ich nicht, Digga. Mich wundert's auch einfach nicht mehr. Wirklich. Ist er tot? Ja. Oh! Nein! LOL! Mann! Ich würde ihn so gerne streicheln. Aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, die Blauen waren giftig. Wer tötet wohl jetzt Benedikt? Niemand, hoffe ich. Können wir mal kurz darüber sprechen, wie schön Katja mit diesen rosa Haaren aussieht? Es sieht einfach toll aus, oder? Oh. Wie unvorhergesehen, dass das passiert ist. Okay. Kein Team Schuss an ist. Zurück. Ich glaube, er ist da irgendwo. Kehre zurück. Lauf hoch. Du musst nicht jeden deiner Schritte. Bei mir! Was zum Fick? Ey! Ey, das kommt aber nur nicht. Warum entfernst du dich denn? Ja! Ich muss wie lange auch noch das, wie lange standest du da? Was ist passiert? Was ist denn da los? Wir haben doch Vorschriften. Gleich. Ich hab einen Bug entdeckt. Sixpacks gibt's hier. Ach, das ist also diese Tänzergruppe, die Sixpacks. Ah, okay. Mann, ich hasse das. Hauptsache machen wir hier Lache lustig. Alter, ganz ehrlich, wir haben alle so eine weirde Lache. Ne? Ich höre mich einfach an wie eine Möwe, ey. Oh Gott, die Lache ist echt. Also, das ist schön. Einfach schön. Ich muss auf meinen Hals hören, sonst bin ich morgen heiser. Das bin ich morgen heiser. Mein Hals sitzt dann da einfach. Hab's dir gesagt, Bill, ja. Ich sagte, ich hab keine Kraft. Warum hast du mich so sehr, Lobelia? Okay. Komm schon. Und, was ist hier drin? Hypothesis. Garbage. Girlbitch? Wisst ihr was? Garbage. Ich hab Girlbitch verstanden. Ja, eine Girlbitch. So, wir jumpen jetzt bei 3 hier drauf. 3? Ja. Nein! Nicht? Okay. Okay. Dann bei 2 jetzt. 2? Ja. Und jetzt bei 4.
Eins, zwei, drei. Digga, das wäre der Moment gewesen, wo ich da einfach knallhart runterkrache, weil ich es einfach nicht mitbekomme. Und dann wäre ich wieder schuld gewesen. Hey, ich hab gesagt bei vier und ich spring bei eins. Ich bin kein Roboter. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse das, wirklich. Ich hasse es einfach so unendlich sehr. Was zählt denn jetzt zum Motorrad? Zählt das jetzt auch hier zum Motorrad? Zählt das jetzt auch zum das Motorrad? Hinten drauf, glaub ich auch. Weiß es nicht. Das war doch, da war noch ein Stück Motorrad. Das, guck mal, da ist, seht ihr, da ist noch ein Stück vom Lenkrad. Zählt das jetzt auch? Will die mich verarschen? Genau das, Alter. Das fuckt mich auch so ab, ey. Werden zum KI-Training benutzt. Oh, krass, okay. Das wusste ich nicht. Moment, ich kann nicht joinen, weil du nicht im Steam online bist. Ich bin bereits online! Ich hab mich bereits online dann gestellt! Hab ich dich eigentlich überhaupt... Hab ich dich überhaupt unter Freunden? Ich hab dich nicht mal als Freund. Oh mein Gott, wir haben uns wirklich nicht mal als Freunde. Oh, ich hasse dich. Kein Scheiß auch jetzt? Das ist aber immer so witzig, ne? Wenn Leute immer was miteinander zu tun haben und dann sagen die, ja, wir spielen was zusammen. Und einfach original immer, egal wie gut man befreundet ist im Real Life, du hast dich nie auf Steam geaddet. Nie. What the fuck? Ist bei mir aber auch bei jeder Person gewesen. Wild. Fußgängerüberweg. So, da ist einer, da ist Boah. Einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Das ist kein Fußgängerüberweg, oder? Nein. Was ist das denn? Ja, das ist auf jeden Fall einer. Da ist auch einer. Das ist doch kein Das ist doch keiner, oder? Das Nein. ist ein Fußgängerüberweg? Ne, ist kein Fußgängerüberweg. Okay, bestätigt. Wieder mich verarschen oder was? Alter! Ampel. Hier ist noch ein Stück Ampel und hier, ihr seht alle diese Ecke hier, ne? Ihr seht die Ecke hier. Die müsste man eigentlich dazu machen. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Alter. Das ist so frustrierend. Ich kenne das so gut. Ich hasse es. Sobald ich so ein Ding machen muss, werde ich aggressiv einfach. Dad. Reason. Salt. Deutschland. Oh mein Gott, das ist sehr unangenehm. Was ist das? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ey. Er spielt immer so, so günstige Spiele, also für die das nicht wissen, was das wahrscheinlich war. Wahrscheinlich war das wieder so eins von diesen günstigen Games. Ach, weiß ich nicht, Alter. Schwierig. Fahrräder. Da sind überall Fahrräder drauf. Und da ist auch noch ein Stück Reifen. Ihr seht das alles, aber ich werde das jetzt... Da ist, glaube ich, noch so ein kleines bisschen vom Lenker. Nicht anklicken. Das wird mich so ich werde das jetzt absichtlich nicht anklicken. Warte mal, und da ist auch ein Stück Lenkrad. Das mache ich jetzt auch weg. Okay? So. Das mache ich weg. Lassen wir das Rad hier noch drin oder nicht? Ich mache das auch weg. Das ist ja nicht so viel. Oh, das ist aus. Ah, ich bin auch wirklich bescheuert, Alter. Oh, und? Ich glaube nicht, dass du mich schreien willst, da. Oder geschreit. Hey, Kumpel. Ups. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Das ist doch der Hund, den man mitnimmt, oder? Wir haben nie Fallout gespielt. Zur Vernichtung und zum Ende. Oh Gott, scheiße. Was? Das war vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich hoffe, Kirk... Oh nein, bitte. Lass mich allein. Oh Gott. Oh, hallo, darf ich euch wecken?
Seltsam, wie diese Leichen hier einfach rumliegen. Der Balsamierer wird mehr wissen. Okay, nein, die kann ich nicht mehr wecken. Ich dachte, die schlafen da. Ja, die sind, das ist auch alles Schnee oder Koks. Die haben sich einfach zu Tode gekokst. Wow. Oh, Freunde der Sonne, ich glaube, ich brauche ein Gehör jetzt. Also ich glaube, ich brauche jetzt ein Hörgerät. Puh, okay. Aha. Nice. Ja. Okay. Aha. Oh, es tut mir leid, Chat, das musstet ihr jetzt kurz mal alleine ertragen. Ich habe das aber auch mal gehabt. Ich hatte mal einen Clip, da habe ich auch geschrien wie am Spieß. Danach hat mein Chat mich getrollt. Mein Mikrofon wäre kaputt. War toll. Grundsätzlich werdet ihr bei mir für, Horrorgames schon eher enttäuscht werden, weil ich bin halt einfach nicht schreckhaft bei sowas. Warte mal. Okay, das... Oh. Ich bin übrigens nicht schreckhaft. Hallo, by the way. Das würde ich auch so gern mal spielen, ne? Ich würde das so gern mal spielen, aber ja. Mixer? Was ist das denn? Oh. Na, Liza, wie geht's? Gut, und dir? Ach, auch gut. Schön, dich hier zu sehen. Oh nein, ja, Gott, da bist du in der Hölle. Steht ja auch nur drauf, dass es eine Zuckerbombe ist. Ja, aber Zucker war noch nie verkehrt, okay. Wenn ich etwas jahrelang zu mir nehme und es mir jahrelang gut geht, wenn ich das nehme und es geht mir schlecht, wenn ich es nicht nehme. Hä, wie soll denn das schlecht für mich sein? Okay, denk mal nach, bitte. Boah, peinlich, du zu sein, oder? Okay. Es ist halt einfach normal, okay? Man kann nicht immer gewinnen. Oh, guck mal, ich hab die Beine so runter. Ich will eigentlich schlafen, weil ich morgen nicht abwarten kann, aber ich bin nicht müde genug. Deswegen seid ihr auch bei mir. Aber keine Sorge, ich schläfe euch alle noch ein. Warte. Oh, sie ist Tierärztin. Klasse. Was zur Hölle, ey. Gott. Also Monster, wir haben eine Waffe. Oh. Was ist das? So eine Sprung... Ja, das war aber auch schön jetzt. Man sollte nicht die Katze aus Versehen im Kühlschrank einsperren. Ich passe doch gar nicht in den Kühlschrank. Das System ist perfekt. Das bin ich. Ich versage. Ich sollte Union. Union, du bist jetzt SG. So, ich bin... Union macht das. Wie soll ich das nur noch machen? Hallo? Ich bin nicht mehr gut genug. So, Union. Ja. Oh. Och nee, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt noch einen neuen Job bekomme. Das war schön. Das war witzig. Sehr gut. Falls euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach unten. Lasst mir gerne ein Abonnement, einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch bei Streamclips Germany vorbei und gebt dort auch ein Däumchen nach oben. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und Dankeschön. Vielen Dank. Und vielleicht ein Algorithmus-Kommentar mit. Wir sind lost. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.